Wir leben in einer ziemlich spannenden Zeit gerade. Die Demokratie ist an einem Punkt, wo wir merken, mehr Menschen wollen sich beteiligen. Und dafür brauchen wir konstruktive Orte. Die bisherige Form der Bürgerbeteiligung hatte oft so einen Charakter, wie wir es aus dem Sport kennen. Wer gewinnt? Irgendwas wird losgeschickt und dann schaut man, wer ist schneller an der Ziellinie. Mit der Neugestaltung des Karl-Weber-Platzes führen wir eine neue Form der Beteiligung in Lindau ein. Autocracy bietet erstmals für unsere Stadt die Möglichkeit, dass Menschen sehen können, wo in einer Entscheidung befinden wir uns gerade, wo kann ich mitmachen und was kommt hinterher raus. Mit unserer Online-Beteiligungsplattform haben wir das erste Mal die Möglichkeit, unseren Bürgerinnen und Bürgern alle Informationen zur Beteiligung zur Verfügung zu stellen. Sie brauchen dafür im Prinzip nur einen Internetzugang und können jederzeit nachschauen, was ist gerade los, welche Projekte stehen gerade an, wo kann ich mich einbringen. Mit Autocracy können wir die zukünftigen Projekte besser gestalten, da mehr Bürger erreicht werden. Ideen einzureichen, alle Bürgerinnen und Bürger aus allen Altersklassen mitzunehmen, zu informieren, schon im Vorfeld von großen Planungsprojekten eine repräsentative Umfrage gestalten, wo der mehrheitliche Wille der Bürgerinnen und Bürger wirklich deutlich zum Ausdruck kommt. Es ist die Stadt unserer Bürgerinnen und Bürger, deshalb sollten Sie gut informiert sein, was hier passiert, und sie sollten sich auch bestmöglich einbringen können. Und genau diese beiden Möglichkeiten wollen wir durch die neue Plattform Autocracy und durch die Beteiligungsformate ermöglichen. Und ich hoffe mir davon, dass Entscheidungen und Projekte dadurch eine höhere Akzeptanz bei den Bürgern finden und dass es uns aber auch gelingt, die vielen guten Ideen, die Sichtweisen, die Perspektiven unserer Bürgerinnen und Bürger mit einzubringen.